Guten Abend, herzlich willkommen im Literaturhaus Salzburg, wo auch heute wieder das Leben zur Sprache kommt. Sie werden überrascht sein, was alles möglich ist in der Kunst. Ich glaube, das wird ein besonderer Abend werden heute. Franz Planck führt uns an die Grenzen der Kunst. Da dürfte uns heute was Großartiges bevorstehen. Wir haben uns 1,5 Jahre jetzt auf diesen ersten Auftritt vorbereitet. Wenn wir hier die Entdeckerrolle spielen können und das geht dann in die ganze Welt, dann ist das in Ordnung. Ich denke, es wird eine enthusiastische Rezeption sein. Alles andere würde mich überraschen. Also Wolfgang sagt mir gerade ein Geheimnis. Er führt Sachen an eine Grenze, die unvorstellbar bis jetzt war. Der Autor steht doch tatsächlich auf der Shortlist für den Büchnerpreis. Wir werden am South Bank Center auftreten, bei der Poetry Society auftreten. In New York sind wir bereits eingeladen. Willkommen, Franz Kafka. Planck. Franz Planck. Hier ist er. Bitte, bitte, kommen Sie. Thank you.
Vielen Dank. Man kann im Leben nicht alles verstehen. Die Liebe ist ja auch also nicht erklärbar. Ich freue mich aber, dass wir heute zwei Experten hier haben. Professor Dr. Otto Neumeier und Professor Dr. Werner Michler. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Ich glaube, ich beginne. Ich glaube, was wir gesehen haben, war eindrucksvoll genug. Und das Angenehmste für mich jedenfalls war, dass es eine alte These von mir bestätigt hat. Es handelt sich bei unserem Gegenstand um ein Gestarium im Sinne Brechts, das im Wesentlichen aus der dialektischen Überbietung zweier Gestenrepertoires besteht. Das eine, das nenne ich die adornitische Geste, das ist eine strenge Geste der Verneinung, eine ablehnende Gebärde, eine verneinende Gebärde, wie Rilke sagt. Das ist die Richtung der Ästhetik Adornos. Diese zweite Geste, die nenne ich persönlich die foucauldianische Geste. Das heißt, es ist eine Geste, die das Lachen Nietzsches integriert. Es ist eine des fröhlichen Positivismus, eine bejahende Geste und eine zugleich auch eine Geste der Transparenz, die das alte Werk, das zwischen Subjekt und der Welt gestanden ist, zurücknimmt auf eine bloße Folie und diaphan zunächst und dann transparent die Welt neu sehen lässt. Das ist kurz gefasst, das wäre das mein Ansatz. Herr Kollege, darf ich kurz unterbrechen? Sie tun es bereits. Franz Planck bringt die Dichtung zu jenem Punkt, zu dem sie immer schon hingestrebt hat. Konzentration, Vertiefung, Kondensation, das heißt zum Punkt des Verstummens, des Verschweigens. In diesem Schweigen ist alles, was sagbar ist, aufgehoben. Und das ist die Strenge Adornos, die sich hier zeigt. Und von diesem heiteren Foucault'schen Ansatz vermag ich mit Verlaub überhaupt nichts darin zu entdecken. Ich hätte noch mehr dazu zu sagen, aber Sie können gerne zunächst versuchen, Ihren Standpunkt etwas klarzulegen, damit Sie vielleicht Ihre Missverständnisse hier ausräumen können. Ich habe den Eindruck, Sie benutzen das Buch, da würden wir übereinstimmen, das Buch, das Planck nicht geschrieben hat. Ja, jetzt ist es interessant. Ja, das, ich glaube, wir können übereinstimmen, wenn wir auf den medialen und auf den materialen Aspekt unserer Diskussion zurückkommen. Nein, ich muss Ihnen doch sagen, wir können uns doch darauf einigen, dass Dichtung etwas mit der Verdichtung von Sprache Dichtung. Wenn irgendeinmal der Ausdruck Dichter anwendbar ist, dann auf Franz Planck. Der einzige Dichter, der hier anwesend ist, sind Sie und das ein schlechter. Nein, Planck zeigt, dass die Dichtung wieder in ihr Recht gesetzt werden kann, indem sie nämlich all das Geschwätz, das Sie jetzt hier provozieren, ad absurdum führt. Hören Sie. Ich höre. Der Maler ohne Hände. Der Maler ohne Hände. Ja. Eine Idee der frühen Goethezeit, der späten Aufklärung, aus Lessings Emilia Galotti, 1772, zwei Jahre vor Goethes Werther, wo dieses Motiv aufgenommen wurde. Gut, dass Sie gelernt haben, Herr Kollege. Also das ist wirklich unter unserer Würde, das muss ich schon sagen. Nein, es geht hier darum, dass er das erfüllt, was Thomas Bernhard so treffend festgestellt hat, nämlich, dass der Denkende die Pflicht hat, hin und wieder ins Weltgeschehen einzugreifen, auch in das dichterische Weltgeschehen. Und das zeigt von der Verantwortung Franz Plancks, nämlich die Verantwortung gegenüber dem Geschwätz, gegenüber all den Mengen an medialem Unsinn. Was Sie vorher versucht haben zu zitieren, es dürfte Ihnen aber nicht eingefallen sein, ist jene Stelle aus Goethes Werther, wo es heißt, dass er nie ein größerer Dichter war als damals, als ihm die Sprache gefehlt hat. Ja. Was halten Sie von der... Nichts.
Nichts, ich sage es Ihnen gleich. Nein, also wirklich, haben wir nicht einen Kompromiss gefunden gerade? Einen Kompromiss? Haben wir nicht gerade Nein, einen Kompromiss es geht hier gefunden? Um die Wahrheit, Herr Kollege, um die Wahrheit über dich. Ah, darauf habe ich noch gewartet, auf die Wahrheit. Natürlich. Auf die Wahrheit. Verzeihung. Jetzt sagen Sie doch was. Aber den Dichter zu fragen, ist immer die allerschlechteste Lösung. Ich höre hinter Ihren Worten den alten Hegel hervorgrinsen. Und wenn es hier eine Facette des Hegelschen Werks gibt, das muss sogar Ihnen als sogenannten Salzburger Philosophen einleuchten, eine Facette gibt, dann ist es die radikalste Gestaltung. Vielleicht können wir hier wenigstens in Worten übereinstimmen. Die radikale Geste der Fuhre. Nach Hegel hat die Kunst Darf ich wenigstens meine Furie zum Verschwinden bringen? Nein, es ist die Furie des Verschwindens, die kleine, garstige, bösartige Schwester des Malers ohne Hände. Ich habe Hegel gelesen, ja, im Unterschied zu Ihnen. Nicht? Also, und worüber man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen. Aber wie Gerhard Rühm schon erkannt hat, man darf singen. Man darf singen, schweigen. Oder? Man sollte. Herr Kollege, Herr Kollege, es reicht. Danke. Sie werden nie die Dichtung auf den Punkt bringen. Sie nicht. Haben Sie Fragen? Anmerkungen oder Herr Blank, wie sehen Sie Ihre Zukunft im Literaturbetrieb? Ich denke, das ist mit sehr, sehr großen Vorstellungen verbunden. Wir können gar nicht hoch genug die Erwartungen schrauben. Des Künstlers Blank, was er alles erreichen kann. Er ist ein ernsthafter Kandidat für den Nobelpreis. Herr Blank, das sind fantastische Aussichten. Ich denke, wir können absolut zufrieden sein. Wir haben die Geburtsstunde einer neuen künstlerischen Bewegung erlebt. Wir haben sehr lange gewartet auf einen neuen Ismus. Jetzt haben wir ihn erlebt, den Blankismus. International gesehen, der Blank Movement. Ich denke, ja, hallo. Herr Blank, vielleicht können Sie uns ganz kurz zusammenfassen, was ist der emotionale Kern Ihrer Kunst?